So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Spider-Man, ich bin immer noch so fasziniert. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Ja, dass ich aus Spaß spiele, hat man gesehen. Oh. So oft ich schon drauf gegangen bin, aber egal, mir macht das Spaß. So. Sind wir gespannt? Sorry, ich bin zu spät. Was ist passiert? Wow. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das ist aber nicht so gut gelaufen. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Mal sehen, was dir fehlt. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt, wenn ich das geprüft hätte, Scheiße. Ist das aufgefallen.
Okay. Geschafft. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Okay. Wieso fließt da jetzt nichts? Sehr schön. Okay. Und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Alter. Passt doch eh, oder? Okay, da kann ich nur das setzen. Fertig. So. Alter, ich hoffe nicht, dass solche Minigames öfter kommen. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu.
Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Alter. Nein. So many games. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Na gut. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Ja, und genau das werden wir nächstes Mal machen. Das bietet sich an, dass wir mal ein bisschen... Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. So, dass wir mal ein bisschen hier... Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifach. Sich eine Auszeit ein bisschen ruhigeres angeht, die Folge hier beenden lässt. Wie gesagt, das war eine ruhigere Folge. Jetzt geht es dann wahrscheinlich wieder als Spider-Man voll in Action weiter. Ich bin der Fangamer. Wisst ihr was? Ich werde mich noch weiß so geil ausschaut. Einmal ranschwingen näher. Von Gefahren hören, die sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangsterboss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist?
Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh, gut. Dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Rede weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch, sobald dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. So, unter uns ist das Gebäude. Da wird die nächste Mission auserkoren. Das wird das nächste Mal gemacht. Ich bin der Fangamer. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.